den mal wieder. Ja, ich war in Urlaub, bin 2000 Kilometer gefahren, da gibt es auch noch Videos dazu. Jetzt bin ich erstmal zurück, mir ist hier richtig viel Bart gewachsen, da muss ich auch mal wieder abrasieren. Aber heute geht es um die neue Kachel, die V-Charge Kachel. Es ist sicher nicht das erste Video, wo ihr zu dem Thema seht, aber ich wollte es natürlich auch ausprobieren. Ich habe es extra nicht vor meiner Fahrt in den Urlaub installiert, weil, naja, man muss ja nicht der ganzen Sache so trauen. Ich habe die App auch nicht gebraucht und deswegen wollte ich es jetzt hier einfach mal auch im Video, also ich filme es einfach mit, ich habe es noch nicht drin, einfach mal komplett zeigen, wie der Installationsprozess auch geht. So, schauen wir mal. Und zwar haben wir hier oben ja die 1. Das heißt, es ist eine total wichtige Nachricht da. Ich lasse das wegdrücken. Dann die 1. Und es ist eine Softwareaktualisierung verfügbar. Finde ich gut. Und ich schneide das Video auch nicht. Ich lasse das einfach hier so laufen, so wie es auch ist. Und nicht vergessen, man kann ja auch immer hochschieben, gell? Und hier steht dann, was es ist. Und es ist die V-Charge-Kachel. So, ich sage einfach mal aktualisieren. Und hier ist auch ein Balken. Der geht sehr schnell durch. Naja, na doch eben, geht er. Oh, bitte verlassen Sie das Fahrzeug und nehmen Sie es mindestens 5 Minuten nicht in Betrieb. Danach können Sie aktualisierte Funktion nutzen. Naja, vielleicht ist die Kachel ja trotzdem da, ne? Ich muss ja so blättern. V-Charge, die Kachel ist da. Ich drücke mal drauf. So, und diese V-Charge App, die ist ja dazu da, Ladesäulen zu finden. Es will hier, dass wir zustimmen zu den AGBs, zu Standort oder was auch immer. Und so habt ihr es vielleicht auch schon beim De Schaaf oder bei verschiedenen YouTubern auch gesehen. Man sieht jetzt hier die Ladesäulen in der Nähe. Man kann auch eine Adresse vom Ziel eingeben, um die Ladesäulen dort zu sehen. An dem V-Charge-Symbol oben rechts, der blaue Kreis, hätte man erkannt, dass es eine Ladesäule ist, die man mit der V-Charge-Karte zahlen kann. Und wenn man drauf drückt, kriegt man nähere Informationen dazu. Und wenn man hier dann drauf drückt, geht die Navigation auf. Man kommt auch von der Navigation in die App. Mal gucken, ob das auch schon geht. Freie Ladestation, hier ist es auch. Kann man auch zurückblättern oder, sage ich mal, in die V-Charge App springen. Warten wir noch. Und man hat ja auch bei den Einstellungen, ja, finde ich gut, bei den Einstellungen die Möglichkeit, verschiedene, ne, jetzt bin ich im Navi, da hätte ich wohl in die V-Charge Einstellungen gemüsst, verschiedene Filter zu setzen. Nur hier kann ich nicht viel machen. Rechtlich, Karte. Irgendwo habe ich es gesehen, bei den anderen YouTubes, dass man da auch verschiedene... Ach, hier ist der Filter, guck. Der Filter. Und jetzt kann ich sagen, zeige mir nur schnellere an und auch nur die, wo verfügbar sind, zum Beispiel. Und dann kann ich mir die auch entsprechend so anzeigen lassen. Dann werden es halt weniger. So, also... Die App oder ja, die Kachel, ja, ist eigentlich eine App, ist eigentlich sehr eine einfache Sache. Und jetzt gibt es natürlich viel Kritik dran. Viele sagen, Mensch, genau diese Funktion sollten doch ins Navi rein. Ich denke mal einfach, dass das Navi, ich sag mal, eine andere Abteilung oder andere Prozesse, andere rechtliche Sachen bei VW sind, so dass man jetzt hier eine kleine App hat, auf der man auch, ich sag mal, arbeiten kann, so dass es da vielleicht bald zu Erweiterungen kommt, zu besseren Filtern, dass man vielleicht seine Zahlungssachen hinterlegen kann, vielleicht irgendwann auch Plug and Charge oder solche Sachen. Also ich finde es ganz gut, dass es die App gibt. Werde ich sie nutzen? Naja, es ist ja nichts in dieser Kachel drin.
was ich nicht auch mit dem Handy mit verschiedenen Apps finden würde. Aber ich finde es einfach komfortabler, hier zu nutzen. Und ich habe ja sowieso Komfortabilität, denn ich habe als Beifahrerin die Andrea. Und wenn wir unterwegs sind, dann sage ich immer, du Andrea, guck doch mal, wie weit es noch zum Ziel ist. Guck doch mal dort oder da. Und dann tippt die das hier durch. Ich kann da mit einem Auge drauf gucken, während ich fahre. Und dann muss man kein Handy rausholen und dort was suchen. Und das stelle ich mir da auch eigentlich so vor. Ich habe jetzt hier 2000 Kilometer gefahren. Ich werde diese App nicht brauchen, wenn ich hier zu Hause irgendwo laden will. Auch nicht, wenn ich meine Standardstrecke in Europapark oder mal nach Köln, da kenne ich die Ladestation. Aber jetzt, wie wir nach Kiel und zurückgefahren sind, da war schon mal die Situation, wo ich gesagt habe, du Andrea, guck doch mal die nächsten 100 Kilometer, wo da eine Ladestation wäre. Die Andrea hat diese Apps nicht auf ihrem Handy, das heißt, ich musste das in den Pausen gucken. Und so könnte man unterwegs einfach hier auf dem Display die suchen und dann auch gleich starten, um hinzufahren. Also für solche Sachen finde ich es schon mal sehr gut. Es gibt tausend Sachen, die man noch verbessern kann. Und ich sag mal, diese Kachel kann nie so gut werden wie ein Better Route Planner oder sowas. Glaube ich einfach nicht. Aber umso mehr drin ist, desto mehr kann man es ja dann auch entsprechend nutzen. Was mich auch wundert, ist, dass die Kachel ja einfach so da war. Ja, für das Update auf 2.3 gab es, glaube ich, schon 150 Seiten im Forum, ohne dass überhaupt irgendjemand das Update installiert bekommen hat, also ganz über den normalen Weg. Und hier, die war einfach da. Ich habe davon gehört beim der Chef, weiß gar nicht, wie man ausspricht, der nette Bayer, der immer Englisch spricht mit seinen YouTubes, da hat die Kachel da auf einmal vorgestellt. Und da hat auch VW gar nicht irgendwie Marketing gemacht. Ich finde es sehr, sehr cool sowas, dass da jetzt auch extra Apps, dass die einzeln kommen können, fand ich persönlich gut. Finde ich, ging viel zu sehr unter in diesem Update auf 2.3 Gemeckere. Aller Hopp, jetzt habe ich sie drauf. Ich weiß nicht, was in 5 Minuten anderen ist. Ich weiß, dass sie funktioniert. Und ja, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, da kommen bestimmt auch bald noch Verbesserungen. Das war's schon und die App läuft.